neue Episode von Road to 17 beginnt, möchte ich auf den Green Revolution Nachhaltigkeitskongress hinweisen, der seit dem 4. Mai beginnt und bis zum 13. Mai läuft. Dort könnt ihr dann kostenlos Interviews von verschiedenen Personen hautnah erleben, die euch Tipps geben, wie ihr nachhaltig leben könnt, zum Beispiel plastikfrei einkaufen könnt oder allgemein plastikfrei besser leben könnt oder auch minimalistischer leben könnt, sowie auch nachhaltig reisen. Wie gesagt, dort könnt ihr euch Inspirationen und Einblicke von verschiedenen Personen holen und einfach sie in euer Leben versuchen zu integrieren. Jeder von uns hat sie Träume und Ziele. Aber warum sind diese für ein gesundes Leben wichtig? Wie formuliert man am besten seine eigenen Ziele, damit man sie bestmöglich umsetzen kann? Und was sollte man bei seinen Träumen und Zielen beachten? Meine Eindrücke und Meinungen in dieser Episode von Road to 70. Also bleib dran. Der Schlüssel zum Glück ist, Träume zu haben. Der Schlüssel zum Erfolg ist, sie wahrzumachen. Rat, passende Kommentare, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Road to 70. Warum sind Ziele wichtig? Einerseits sollen halt Ziele und Träume sozusagen eine kleine Motivation dienen, um in den Tag zu starten, beziehungsweise für mich ist es halt so, einfach ein Grund, überhaupt morgens aufzustehen. Zudem ist es auch wichtig, dass man sich so sozusagen sein Leben auch einen Sinn gibt, und wenn man zum Beispiel seine Ziele und Träume erreicht hat, dann werden natürlich auch hier verschiedene Endorphine und Glücksgefühle ausgestoßen, weil man fühlt sich natürlich super, wenn man das umgesetzt hat, was man sich gewünscht hat, nach langer oder kurzer Arbeit. Ist ja natürlich irgendwie auch logisch. Wie setzt man sich am besten seine Ziele und Träume, beziehungsweise formuliert sie? Also da beginnt es allein schon mit der Fragestellung: Wo möchte ich hin? Wo soll meine Reise, mein DAO hingehen? Wo möchte ich mich in meinem Leben sehen? Man sollte sich halt diese Frage stellen und dann auch hier wirklich seine Ziele und Träume auch konkret formulieren. Das heißt, man sollte nicht zu oberflächlich seine Formulierungen setzen und vielleicht auch hier schon mal so ein kleines Datum oder ein Zeitfenster festsetzen, wo man ungefähr seine Ziele oder beziehungsweise seine Teilziele zur Erfüllung des Großen und Ganzen erreicht haben soll. Zum Beispiel sind meine Ziele natürlich die autarke Selbstversorgung in einem tropischen Land, am besten in einer kleinen Gemeinschaft, wo wir uns hier mit supertropischen Früchten zum Beispiel selbst versorgen, eigenen Strom produzieren, schöne Wasserbereitungsanlagen oder sowas und einfach im Einklang mit der Natur leben und anderen Menschen helfen. Zudem ein persönliches Ziel von mir ist halt, weil ich jetzt sehr viel Tai Chi mache und wie gesagt mich für die alte chinesische Kultur interessiere, würde ich auch gern Shaolin-Meister werden. Ist ein langer Weg, aber den möchte ich auf mich nehmen. Dass man sich halt so jetzt diese Ziele konkret formuliert, wann vielleicht in nächstes Jahr, in 2 bis 3, 5 Jahren ungefähr, also so, das sind halt für mich diese langfristigen Ziele bzw. meine Lebensziele, die ich erreichen möchte. Das sind, ja, wie ich bereits erwähnt, langfristige Ziele. Kurzfristige Ziele wären zum Beispiel dieses Format hier, Road to 70, dann, dass ich halt mein Gewicht auf 70 Kilo mit der Rohkost erreichen möchte, ist so ein mittelfristiges Ziel, welches so 2, 3, 4, 5 Jahre dauert. Da möchte ich mich aber auch nicht hetzen und stressen. Und so kurzfristige Ziele können zum Beispiel die, was ich mir immer vornehme, zum Beispiel Videos drehen, die tägliche Gartenarbeit, solche Sachen gehören halt mit dazu. Und man sollte sich halt, wenn man sich solche Ziele formuliert, nicht zu oberflächlich sein und sagen, ja, ich möchte einfach ein glückliches Leben haben, weil das ist natürlich für vielen verschieden, für jeden individuell, da versteht jeder was anderes darunter, und
ist auch ein bisschen oberflächlich. Da sollte man konkreter werden, spezifisch und sich vielleicht auch eventuell ein gewisses Zeitfenster setzen. Wichtig ist auch, dass man sich bei seinen kurzfristigen bzw. langfristigen Zielen sich auch gewisse Messgrößen, Kennzahlen oder seine Fortschritte einfach dokumentiert in Form von Zahlen. Wie viel Geld man zum Beispiel mit seiner Selbstständigkeit eingenommen hat, einfach damit man so eine gewisse Kontrolle hat, befinde ich mich auf dem richtigen Weg oder weiche ich von meinem Weg ab oder sollte ich einen neuen Weg einschlagen, weil man hier einfach so zum Beispiel nach 2-3 Wochen so ein Zwischenfazit ziehen kann und sagen kann, okay, es läuft gut, ich kann den Weg weitergehen, oder man kann sagen, es läuft nicht so gut, vielleicht sollte ich etwas ändern und mal schauen, wohin dann der Weg geht, einfach zu schauen, ob alles in Ordnung ist, ob alles richtig ist. Zu guter Letzt sollten auch die Ziele realisierbar sein, beziehungsweise auch in einer gewissen Zeit, die man sich zum Beispiel setzt, auch umsetzbar sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich 21 Jahre lang von McDonald's, der Industriekost, ernährt habe, also wirklich schlecht, sage ich mal, nur verarbeitete Lebensmittel konsumiert habe, Medikamente habe, wirklich schlimme Krankheitsbilder habe, zum Beispiel Krebs, und jetzt möchte ich jetzt möchte ich zum Beispiel vegan mich ernähren, rohköstlich, und mich von meinen Leiden, von meinen Krankheiten heilen, und dann setzt man sich oder beginnt man damit, sagt sich 2-3 Wochen, dann müsste ja alles wieder vorbei sein, dann ist man eventuell enttäuscht, wenn es dann nicht so schnell geht. Dann muss man halt hier dementsprechend auch aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Krankheitsgeschichte hat, dass halt so ein Heilungsprozess über Jahre hinweg andauert, und dann sollte man sich halt auch hier, wenn man sagt, man möchte optimal gesund sein und bei dieser Krankheitsgeschichte, dann sollte man sich vielleicht mal so das Ziel setzen, in 5, 6, 7, 8, 9 Jahren möchte ich optimal gesund werden. Ich möchte mich von meinen jeglichen Krankheiten befreit haben, vital sein, sportlich und mein Leben wieder genießen können. Dass man sich halt einfach solche seine Ziele sich so setzt, das verstehe ich unter Ziele realisierbar machen. Also das heißt, wenn man sich schon Ziele setzt, dass man sie nicht nur in zu kurzen Zeitfenster setzt, weil das kann natürlich auch zur Demotivation führen und auch dazu, dass man seine Ziele verwirft, seine Träume verwirft und einfach abstempelt und sagt, es wird ja sowieso nichts, und das ist wirklich nichts Gutes. Was gilt zu beachten, wenn ich meine Ziele und meine Träume verwirklichen möchte? Einerseits sollte ich natürlich anpassungsfähig sein, beziehungsweise auch flexibel, wie im Element Holz ich im letzten Video sehr ausführlich erläutert habe. Das heißt, wenn ich meine Ziele jetzt nicht erreicht habe oder mir Steine in den Weg gelegt werden, dass ich kurz innehalte und einfach die Lage analysiere, sage ich mal, und schaue, was kann ich ändern, wie kann ich mein alltägliches Leben anpassen oder meinen Weg neu bestreiten, um meinen Weg dann doch zu erreichen, oder beziehungsweise haben sich meine Interessen, geändert. Das kann ja natürlich auch passieren, dass man einen Sinneswandel hat und sich neue Interessen entwickelt und dass man sich halt an seine Ziele, sondern Träume dann ein bisschen dahingehend umformuliert und umstrukturiert. Das kann natürlich alles Mögliche passieren, weil das Leben ist ja wie ein ungeschriebenes Buch in diesem Sinne. Und was man vielleicht noch beachten sollte, zum Beispiel bei kurzfristigen Zielen, ist, also so Tagesziele, welches man sich setzt, dass man sich nicht zu viele Ziele auf einmal setzt. Ich würde halt sagen, beim Aufstehen, dass man sich vielleicht kurz innehält, 5 bis 10 Minuten einfach auf den Zettel aufschreibt, was möchte ich erreichen. Es müssen nicht schwere Ziele sein, sondern eventuell auch leicht erreichbar sein, so 3-4 Ziele, die man sich setzt, die man über den Tag verteilt umsetzen möchte, führt natürlich auch zu einer gewissen Motivation, Freude und Spaß, und da wird halt auch die Situation vermieden, wenn ich mir jetzt zum Beispiel 10, 15 Ziele setzen möchte
und dann etwas im Zwischenfall kommt, den ich nicht mit einberücksichtigen konnte, dass es dann für mich zur Demotivation führt, dass man sich dann sagt, oh, jetzt habe ich es dann doch wieder nicht geschafft, meine Ziele zu machen. Das ist dann wieder so, da kommt man in eine schlechte Stimmung, führt wieder zur Demotivation. Und deswegen lieber 3 bis 4 Ziele sich fest vornehmen, müssen nichts Schweres sein, leichte bis ja, mittelschwierige, sage ich mal. Und alles darüber hinaus ist so ein kleines Zuckerchen, sage ich mal, so ein kleiner Bonus. Wichtig ist auch immer schön dranbleiben. Es wird Zeiten geben, wo es schwierig sein wird, wo es einfach Tiefs gibt. Da müsst ihr euch einfach ja, die Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Das ist so ein gewisser Widerstand, der immer wieder aufkommt, eventuell von Freunden, von sich selbst, sein innerer Schweinehund, den man einfach überwinden muss. Dann muss man sich halt einfach wie eine Steinwerkhang vorstellen. Der ist halt wirklich hart zu erklimmen. Man muss aber immer dranbleiben. Und wenn man dann oben auf dem Berg ist, auf dem Gipfel, hat man ein tolles Gefühl, weil man etwas erreicht hat. Und dann geht es wieder bergab. Wo man hier dementsprechend den Flow hat. Und dann, wo es dann wieder einfacher weitergeht. Wie eine Sinuskurve. Man hat halt Höhen und Tiefen. Und man muss halt auch diese Tiefen mitnehmen. Diesen Widerstand, ja, auf sich aufnehmen, daran wachsen und seine Träume und seine Ziele, sage ich mal, wirklich ja, erfüllen, dranbleiben und weitermachen. Und das Allerwichtigste für mich persönlich ist auch wirklich mit Spaß und Freude dranbleiben. Weil wenn die Spaß, die Freude und die Motivation an den Tätigkeiten, also der Zielverwirklichung, seiner Traumverwirklichung nicht mehr vorhanden ist, dann ist sollte man wirklich innehalten, kurz durchatmen, meditieren, sich eine Auszeit nehmen und einfach ja, zu sich kommen, zu sich innehalten und sich selbst die Frage stellen, wo möchte ich wirklich hin, damit ich halt auch wirklich mit Spaß und Freude das Leben bestreiten kann. Weil nicht das Wichtigste ist, dass ich meinen Traum oder mein Ziel erreicht habe, sondern ja, der Weg, das Dao ist das Wichtigste. Die Erfahrungen, die ich auf dem Weg mache, sind das, was einen Menschen eigentlich ausmacht. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen Satz sagen, den ich in meiner Tai Chi Schule immer wieder sehe. Also ein Ziel, also wer keine Ziele hat, kann den Weg auch nicht finden. In diesem Sinne, Spasiba za prosmotr und wir sehen uns in der nächsten Episode von Road to 70. Bis dahin. Ciao.